Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir werden heute als General Recep versuchen, vieles einzunehmen und zu gewinnen. Als Deutschland 1939. Entschuldigung. Also, insofern wir nicht von den Sowjets schon einen auf den Deckel kriegen. Naja. Gut. Game startet gerade. Und hier sind wir. An der Grenze. Nicht an der Grenze. Bei der Auswahl, welches Land wir spielen. Wir spielen Adolf Hitler. In Deutsches Reich. Kurze Geschichte. Ja, kennen wir schon. Und hier die Glocke. Viel Spaß. Cool, oder? So, und hier sind wir in Deutschen Reich 1939. Hier ist die Veranstaltung, hier ist die Sowjetunion. Der große Bär wird uns wahrscheinlich noch zum Verhängnis später irgendwann. Ich habe schon ein, zwei Runden mal kurz getestet, weil ich will ja wissen, wie das Spiel ist. So, und heute sind wir hier und machen unsere erste Runde. Unsere Truppen sind positioniert. Ich hätte erst mal gesagt, wir arbeiten oben unsere Liste ab. Panzer, Artillerie. Ich würde das hier bei der Marinen erstmal die Transportschiffe holen. Wie lange ist das voraus? 1,8 Jahre. Das können wir uns leisten. Bei Technik machen wir die verbesserte Rechenindustrie. Die dauert 0,8, ja, das dauert ein bisschen. Was haben wir hier noch? Verbesserte Radardings, ja, ich sollte mir auch mal machen. Industrie. Verteilte Industrie 5. Verbesserte Ausrüstungsumwandlungen. Und ein Forschungsteam ist noch offen. Das liegt noch unserer Technik voraus. Erstmal das Rohstoffabbau fördern. So. Wir haben noch freie Zivilfabriken. Die würde ich mal kurz verteilen. Wie viele haben wir? Wir haben sehr viele Zivilfabriken. Da sehe ich 61, die nicht verwendet wurden. Ich würde den nutzen tatsächlich. Treibstoffabbau. Ich würde sagen, wir holen jetzt tatsächlich etwas bisschen Treibstoffabbau. Es liegt aktuell, ja, sehr beschissen alles. So, ich würde das hier ausbauen. In Hannover. Wo meinst du es noch, wer ist? Oberösterreich. Also ich komme ja aus Oberösterreich, ne? Und das hier sieht mir nicht nach Oberösterreich aus. Irgendwie fehlt hier noch irgendwie Steiermark. Und wo ist, da ist Wien. Naja. In Oberösterreich, ist ja schon eine Grenze. Ich hätte Oberösterreich. So. Sehr schön. Wir haben noch ein paar freie Zivilfabriken. Eisenbahnen sind wir eigentlich, hätte ich gesagt, tatsächlich überall ziemlich gut ausgestellt, außer in Hinterpommern. Ey, es kann keine Eisenbahn gebaut werden. Die Eisenbahn muss bei einem Nachschubknoten. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, möchte ich. So. Ein paar Schienen ausbauen. Kann ich das hier hinlegen? Ja, ich kann das ja hier verbinden, oder? So. Jetzt wieder Eisenbahn auswählen. So, dann verbinden wir das hier. Und das passt, da haben wir eine gute Verbindung gebaut. Das hier werden wir vermutlich verlieren, weil ich werde alle Truppen zu einer machen. Ich bereite mal kurz das Land vor und dann können wir anfangen. Ich hoffe, wir sind relativ gut vorbereitet. Also, wir machen die Pause raus.
Was Polen hat das Vereinigte Königreich als unseren Feind in den deutsch-polnischen Krieg gerufen. Schmeckt. Die Pause etwas schneller hier, weil sonst bewegt sich hier nichts. Es bewegen sich gerade alle polnische Alliierten beigetreten. Jetzt haben wir direkt Krieg mit den Alliierten, Digga, stark. Das wird heftig. Und ihr müsst, bewegt euch da oben. Okay, okay. Bis jetzt, es funktioniert alles sehr gut. Alles, wie wir sollen. Die Angriffslinien sind da. Angriff. Let's go. Rein da. Ja, ausrücken. Let's go. Ey, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, okay. Scheiß drauf. Polen annehmen. Unsere Armee scheint ja wirklich sehr gut zu sein. Ich hoffe, die Kollegen können wir uns nicht zum Verhängnis. Ich meine... Jetzt nehmen die auch was ein. Oh mein fucking gosh. Ihr seid die da oben, ne? Nein? Ihr seid die da rein. Befehl Rückzug an die Frontlinie hier. So, ich mach mal kurz ein bisschen schneller hier. Oh mein Gott, ist das scheiße. Scheiß Frankreich. Ich muss eure Befehle mal kurz nochmal löschen. Ist mir dann egal, ob ich Dings verliere. Nein, 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 nicht ausrücken. Ihr geht abbrechen und an diese Frontlinie. So, let's go. Bewegt euch, Janasch. Oh mein Gott, Digga. Müssen wir dann so reingucken. Wenn wir jetzt schon so verrecken, Digga, was soll das werden? Ich muss nächstes Mal besser vorbereitet sein und vielleicht... Och, nee, Digga. Der erste Run, den ich spiele, direkt verreckt, Digga. Hilfe. Sind die alle komplett dumm. Plan wird riskant sein. Scheiß drauf, vorwärts. Wenn wir schon dabei sind, ich mach direkt euch eure Angriffslinie hier rein einfach. Zack. Plan wird riskant sein. Meinst du? Er wird zu unserem Vorteil. Ja, gut. Geht doch. Drängt zurück! Achtung. Wie sieht's bei euch aus hier? Ich habe immer so eine komische Strategie. Ich weiß nicht, ob das weird ist. Ich lösche immer mal die Befehle. Pack die immer neu hin wieder. Auch wenn das irgendwie zeitverschwendig, weiß nicht. Und zeichne ein paar Linien neu. Irgendwie manchmal das hilft. So. Let's go. Ausrücken! Wir halten sie gut im Schacht. Wir halten sie zurück. Ich muss die Achsen reinholen. Die haben schon München, Digga. Die haben halb Bayern. Hier ist Österreich, ne? Ja. Der Krieg gegen die Polen sieht auch gut aus. Königsberg haben sie die jetzt, aber das lässt sich, hat sich jetzt nicht verhindern lassen. Oder nicht so leicht. Ihr seid Angriffstrupp. Nein, nicht da. Was macht ihr? Egal. Ja, ich weiß, dass ihr keinen Kommandant habt. Das mit der Marine muss ich mir noch genauer angucken. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. So, wie sieht es bei euch hier drüben aus? Mhm. Och nee, Dicker. Pause, wir machen jetzt mal ein paar Frontlinien neu hier, guck mal. Wir machen die Frontlinie so. Das ist auch die Frontlinie. Die Frontlinie hier und eine Frontlinie hier. Ich hoffe, die KI unterteilt das auch. Muss mir erstmal mein Österreich zurückholen. Was soll die Scheiße? Und hier bei den Franzosen, da fällen wir von oben. Oder so? Ja, die KI macht das. Die machen das. Wir carryen das gerade, übelst. Also auch beim Polenkrieg sieht es aktuell nicht so aus, aber ja.
Als ob wir direkt am Anfang fast verrecken, Digga. Bruder, was ist mit dir? Kannst du gar nichts? Sonstig oder Krieg. Oh. Ja, okay. Komm rin. Der Ärmelkanal. Ich will ja, wenn ich das alles, also wenn ich ungefähr das alles hier habe, vielleicht das hier auch noch, dann will ich da hin. Dann will ich das hier oben, möglicherweise, also vielleicht von hier oben, denkt euch das in einen Kasten, von hier oben bis da in die Ecke, quasi das alles hier ungefähr, das möchte ich. Komm rein. Das Königreich Rumänien bittet seine Hilfe mit den Kriegsbemühungen Deutsches Reich Slowakei. Ich hoffe, die Sowjetunion ist da kein Gegner von, weil die Sowjetunion, gegen die habe ich keine Chance. Die fetzen mich instant weg. Digga, wir sind komplett am... Ich merk's, ja. Komplett am Verrecken gerade. Ich kann die Frontlinie neu ziehen, tatsächlich. Die KI macht andere Entscheidungen als vorher. Das finde ich jetzt nicht so mega gut. Kümmert erst euch um diese Frontlinie. Wir fallen oben rein. Bis da und wieder zurück. Verstanden? Sehr gut. Wie sehen wir drüben bei den Polen aus? Ich würde die Polen nochmal kurz anders hinstellen. Nachdem es hier unten aktuell wirklich, also relativ gut aussieht, packe ich die Leute hier hin. Und ihr macht eine neue Angriffslinie von hier so. Ausrücken. Wird riskant sein. Querung großer Flüsse. Armee noch in Vorbereitung. Das sind immer so Sachen, ne? Ich bin sehr unvorbereitet, was sowas angeht. Und solange ich hier am Polen und Frankreich beschäftigt bin, sind wir... Nein, nicht so! Falsch! Befehl zurück! Stopp! Bleib doch hier! Frontlinie Polen, was ist mit euch? Bleibt hier. Wenn ihr nicht jetzt da ausrücken. Ach, Digga, das wird scheiße. Ich glaube, solange wir Berlin noch haben, ist alles gut, oder? Ich meine, die verreckten Polen, Digga, hilf mir doch. Warum rückt ihr auch jetzt ab? Überrennen sie eine Panzerdivision. Ja, genau, Digga. Hättest du wohl gern. Da. Ihr bildet diese Frontlinie. Hat er mich verstanden? Und greift von oben so rein. Hier, guck mal. Zack. Und ihr geht nirgendwo hin. Ihr bleibt hier. Digga. Ich habe eine Luft... Nein, jetzt nicht. Ihr sollt hier bleiben. Dass ihr mich verstanden habt. So. Und von oben einfallen. Ihr kennt das Spiel. Zack. Jetzt. Wir holen alle ran. Das kennen wir ja, das Spiel. Ich kann nicht beides auswählen. Kamikaze-Angriff geht auch nicht. Hier hin. Zack, vorwärts. Luft, holt es euch. Das müssen wir holen. Wir müssen das Ding holen. Wir sind bei uns alleine in Deutschland sehr beschissen gerade. Ich hole mir nur die Kollegen und ihr geht dahin, so. Ihr bleibt bei euch in der Nähe. Da ihr hier oben gerade nichts zu tun habt, ihr geht da oben. So. Ich hoffe, wir sind überall gut ausgeteilt. Ihr bleibt nur hier in unserem Bereich. So, wir brauchen die Luftüberlegenheit. Wir brauchen sie. Es muss sein. Ne? Wir brauchen das.
Das ist mein Fluchgebiet, Alter. Wir verlieren die Alpenregion. Und wir verlieren komplett. Ich lass das mal laufen, okay? Also, wir haben jetzt das Abkommen von Berlin. Polen hat 7 Regionen übernommen, Slowakei wurde annektiert. Die Demokratische Parteizentrum wurde in Weimar. Also haben wir wieder die Weimar Republik, ja, das hatte ich schon mal. Partei BPNL wurde in Rumänien zur Regierungspartei ernannt. Tschechoslowakei, bla 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 bla. Reingeschießen, Hammer! Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo. Ciao.